Die zweimalige Ski-Olympiasiegerin Rosi Mittermeier ist im Alter von 72 Jahren an einem Krebsleiden verstorben. Trotz des immensen sportlichen Erfolgs blieb die deutsche Ski-Ikone und Ehefrau von Christian Neureuther stets bodenständig. Mir war es jetzt nicht so wichtig, dass ich jetzt gewinne oder so, sondern es ist ein schöner Tag, wunderbar, tolles Rennen. Ich muss überhaupt nicht an irgendeinem so einem großen Erfolg aufhängen. Bei der Olympiade in Innsbruck 1976 gewann sie 2 Goldmedaillen. Nicht nur in Bayern wurde Rosi Mittermeier als Goldrosi jahrelang gefeiert. Sie hinterlässt neben ihrem Mann ihre Tochter Amelie und Sohn Christian sowie 4 Enkelkinder.